Er hat sie mit einem Imperiusfluch belegt. Und dann hat er ihr Gedächtnis gelöscht. Anders kann's gar nicht gewesen sein. Ron stand hinter ihm. Seine Stimme bebte vor Zorn. Wenn ich den in die Finger krieg. Von wem redest du? Ginny tauchte im Zelteingang auf. Ron fuhr erschrocken herum. Auch Hermine machte Anstalten, hindurchzuschlüpfen. Fast panisch schob Ron die beiden zurück. Nicht, bleib draußen, kommandierte er. Und Harry stellte sich so neben ihn, dass die Sicht auf das Bett versperrt war. Was ist da drin? Hermine war plötzlich kreidebleich. Lass mich sofort durch! Hermine, nein! Aber sie hatte sich schon zwischen sie gedrängt und spähte, aufs Schlimmste gefasst, auf ihr Nachtlager. Ein Stein fiel ihr vom Herzen, als sie das leere Bett sah. Einen Moment hatte sie tatsächlich befürchtet, Severus habe sich das Leben genommen und sein regloser Körper läge dort drinnen. Vor Erleichterung wurde ihr ganz schwindelig. Sie ließ sich aufs Bett sinken und strich fast zärtlich über das Kissen, auf dem sich noch der Abdruck von Severus' Kopf abzeichnete. Energisch drängte sie die Tränen zurück und blickte die Jungen an. »Was hast du vorhin gemeint?« Ron und Harry starrten sie nur an. Der eine verwirrt, der andere so voller Wut, dass sie unwillkürlich zurückwich. »Du hast freiwillig mit ihm!« Ron brachte es nicht fertig, den Satz zu beenden. Alles in ihm sträubte sich dagegen, es auszusprechen. Und plötzlich erlosch sein Zorn, so schnell wie er gekommen war, und nur bittere Enttäuschung blieb zurück. Sie hatte ihn belogen. Das schmerzte mehr als alles andere. Entsetzt fühlte er, wie seine Augen feucht wurden. Er stürmte aus dem Zelt, wollte nur noch weg. Aber ehe er die Tür erreichte, fiel sie wie von Zauberhand ins Schloss und ließ sich nicht mehr öffnen, so sehr er auch daran rüttelte. Eine Hand legte sich sanft auf seine Schulter. »Ron«, flüsterte Hermine, und er hätte ihr am liebsten ins Gesicht geschlagen. Aber er wollte nicht, dass sie seine Tränen sah. Stocksteif blieb er stehen. »Verschwinde«, stieß er hervor, und sie zog die Finger zurück. »Ron, da war nichts. Er hat mich nicht angefasst.« Er schnaubte. »Ich weiß schon, dass du mich für blöd hältst, aber so bescheuert bin ich dann doch nicht, um das zu glauben.« Hermine warf einen hilfesuchenden Blick zu Harry und Ginny, aber die beiden sahen sie nicht an. Sie stieß einen tiefen Seufzer aus und zog ihre Tasche aus dem Umhang. »Accio veritas serum«, befahl sie, und die Fiole flog ihr in die Hand. »Bist du irre?« Ron fuhr herum. »Dir glaube ich doch, aber ihm traue ich alles zu. Er hat dein Gehirn manipuliert, Hermine, kapier das doch endlich!« Er packte sie an den Schultern und schüttelte sie nicht gerade sanft. Sie sah ihn nur traurig an. »Nein, Ron, das hat er nicht.« Sie schluckte. »Es wäre auch nicht nötig gewesen.« Noch immer wich sie seinem Blick nicht aus. »Ich hätte es gewollt, weißt du. Ich hab's mir so sehr gewünscht, aber...« Jetzt wandte sie sich doch ab, blickte wie schon so oft zuvor zu Lillys Porträt. »Aber er will mich nicht.« Ihre Augen liefen schon wieder über. Sie konnte einfach nichts dagegen tun. Es tat so weh. Sie sank aufs Sofa, doch der Anblick der Decke, die zusammengeknüllt dort lag, machte es nur noch schlimmer. Hier hatte er sie geküsst. »Wieso war er in deinem Bett?« Rons Stimme klang immer noch misstrauisch, aber zumindest sah er sie an. Sie fuhr sich mit dem Ärmel übers Gesicht. Sie wollte nicht darüber reden, nicht daran denken. Kapierte er das denn nicht? Aber er sah immer noch so verletzt aus. Sie schuldete ihm eine ehrliche Antwort. »Ich hatte einen Albtraum«, begann sie stockend. »Und anscheinend habe ich geschrien. Und plötzlich war er da, hat mich beruhigt und ich war so froh, dass es ihm gut ging, weil...« Sie biss sich auf die Lippen. »Weil ich geträumt habe, Nagini hätte ihn gefressen.« Sie erschauderte. Ron schnaubte laut, als ob die den ganzen Menschen verdrücken könnt. Bescheuerter Traum. »Gar nicht so bescheuert«, flüsterte Hermine und fühlte, wie sich alles in ihr verkrampfte.
Sie wollte nicht an Charity Burbage denken, wollte die grauenvollen Bilder abschütteln. »Wieso nicht?« fragte Ginny leise und setzte sich neben sie. Auch Ron kam endlich näher und ließ sich in den Sessel fallen, der am weitesten von Hermine entfernt stand. Harry setzte sich auf die Lehne, und alle drei sahen sie fragend an. Hermine schob ihre Gefühle beiseite und sprach weiter. So sachlich wie möglich schilderte sie die Geschehnisse der letzten Nacht. Als sie geendet hatte, sah Ginny sie bestürzt an. Sie war auf einmal verschwunden. Muggelkunde wird auf Hogwarts nicht länger unterrichtet, hieß es nur. Snape hat es selber verkündet. Ich habe mir noch gedacht, dass er irgendwie krank aussah. Sie schluckte. Die arme Frau. Harry saß da wie erstarrt. Dumbledore töten zu müssen, war schon entsetzlich für Severus gewesen. Aber zumindest war es auf dessen eigenen Wunsch geschehen. Doch untätig zuzusehen, wie ein Mensch, den er gekannt und geschätzt hatte, vor seinen Augen gefoltert und getötet wurde, musste ihn vollends an seine Grenzen geführt haben. Kein Wunder, dass er nicht mehr schlafen konnte. Kein Wunder, dass er sterben wollte. Kein Wunder, dass er sich nach einem Menschen sehnte, der mit ihm fühlte, ihn verstand, nach einem Freund. »Wie hat er das nur ertragen?« flüsterte Harry, und Hermine begann wieder zu schluchzen. »Es ist alles meine Schuld«, stieß sie hervor, und alle drei sahen sie schockiert an. »Nur meinetwegen ist er fort. Er hätte in Frieden hier leben können, wenn ich nicht gewesen wäre. Wäre ich nur nie zurückgekommen.« »Red nicht so ein Blödsinn«, rief Ron aufgebracht. »Es ist aber so«, Hermine schüttelte resigniert den Kopf. »Er hat sich nach Freundschaft gesehnt, aber ich wollte unbedingt mehr.« »Na und?« Ron sprang wieder auf und marschierte im Zimmer auf und ab. »Deswegen muss er doch nicht gleich abhauen, nur weil du ihn geküsst hast. So schrecklich ist das ja nun auch nicht.« Hermine sah ihn völlig perplex an. »Ich habe ihn nicht geküsst.« Ron hielt mitten im Schritt inne. »Du hast doch was von dem Kuss erzählt, oder?« Er warf Harry und Ginny einen fragenden Blick zu, aber die beiden waren ebenso erstaunt wie er. »Ja schon«, stotterte Hermine errötend, »aber er hat mich geküsst, nicht umgekehrt.« »Jetzt kapiere ich gar nichts mehr.« Ron schüttelte völlig verwirrt den Kopf. »Ich denke, er will nichts von dir, außer Freundschaft eben.« »So ist es ja auch.« »Ach, und küssen gehört da neuerdings dazu?« »Nein, natürlich nicht.« »Schluss jetzt«, befahl Harry bestimmt. »Hermine, du musst jetzt endlich mal Klartext reden. Was genau ist eigentlich passiert? Wieso ist er wirklich gegangen?« Hermine biss sich auf die Lippen, schwieg aber hartnäckig. Harry sah sie ernst an. »Ich frag mich aus Neugier, Hermine. Ich glaube, es ist wichtig. Weißt du, seine Erinnerungen...« Er stockte kurz. »Ich glaube, ich kenne ihn mittlerweile ziemlich gut. Und wenn es wirklich so war, wie du sagst, wenn er dich geküsst hat, dann hat er das niemals leichtfertig getan.« Hermine schniefte. »Das weiß ich doch. Aber er hat trotzdem dabei an Lilly gedacht.« Ron verdrehte genervt die Augen. »Sag mal, hast du sie noch alle? Woher willst du denn das wissen?« »Ich habe ihn gefragt«, erwiderte Hermine kleinlaut. »Du hast was?« Ron fiel aus allen Wolken, aber es war Ginny, die fragte. »Und wie hat er reagiert?« Hermine schluckte wieder. Er ist, ganz deutlich sah sie wieder das Schuldgefühl in den schwarzen Augen, die Erkenntnis, dass sie ihn durchschaut hatte. Sie schüttelte den Kopf, um das Bild zu vertreiben. »Er hat nur gesagt, verzeih mir. Das war alles, und da bin ich weggelaufen, rauf ins Bad. Ich weiß nicht, wie lange ich da oben war, aber als ich wiederkam, war er nicht mehr da.« Jetzt packte sie doch die Decke und vergrub sich darin. Die anderen drei sahen sich an. »Also, ich will den Kerl ja nicht in Schutz nehmen, aber das kann alles Mögliche bedeuten, oder?«
Ron blickte Harry an. »Was sagst du dazu?« »So als Snape-Kenner, meine ich.« Harry sah kopfschüttelnd zu dem Deckenhaufen hinüber. Er war über sich selbst entsetzt, denke ich. Aber er hat nicht wirklich erwartet, dass sie ihm verzeiht. Und ich meine damit nur den Kuss, denn er hat mit Sicherheit nicht an meine Mutter gedacht. Er war niemals in sie verliebt. Sie war seine beste und einzige Freundin, sonst nichts. Hermines Kopf kam wieder zum Vorschein. Ungläubig blickte sie Harry an. »Genau, das glaube ich auch«, Ron nickte. »Der Kerl ist einfach über seine eigene Courage erschrocken, alt und hässlich, wie er ist.« Hermine fuhr empört auf. »Er ist nicht hässlich.« Ron grinste schief. »Ansichtssache«, murmelte er. »Auf jeden Fall bist du total auf dem Holzweg. Der ist weg, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Weil er sich nämlich in dich verliebt hat.« Hermine klappte die Kinnlade herunter. Vollkommen überrumpelt sah sie aus. »Jetzt schau nicht so, als wäre das ein Wunder. Du hast ihn fühlen lassen, dass er ein Mensch ist und kein Monster. Aber trotzdem würde er im Leben nie drauf kommen, dass du dasselbe fühlst. Wie auch. Es ist Snape, keiner kann ihn leiden. Und er ist alt und hässlich«, fuhr Ron unbarmherzig fort. Aber plötzlich schien ihm ein Gedanke zu kommen. Er tippte sich ans Hirn und blickte Hermine beinahe triumphierend an. »Und weißt du was? Ich trau mich zu wetten, der wünscht sich nichts mehr, als dass du nach ihm suchst. Und da kommt ja wohl nur ein Ort in Frage, oder?«